Moin und damit herzlich willkommen zum neuen Season Recap. Ich springe das ja einmal die Woche in der Off-Season. Letzte Woche habe ich es leider nicht geschafft, aber die nächsten Wochen wird das zu 100% kommen. Zu 100% kommt dann Season Recap. Jetzt haben wir die 1922 NFL-Saison und dann kommt danach 1923. Ihr kennt ja das Prozedere. Wir verlieren keine Zeit und starten ins Video rein. Als ich das Video erstellt habe, beziehungsweise das Skript geschrieben habe, bin ich auf ein Problem gestoßen. Und zwar zu Beginn der NFL wurden natürlich viele Dokumente aufgezeichnet, neue Liga, da wurde viel dokumentiert. Aber im Laufe der Zeit, also zumindest in den ersten Jahren, ist das dann immer weiter zurückgegangen. Und jetzt bei der dritten NFL-Saison ist mir schon aufgefallen, dass weniger Aufzeichnungen da sind als bei den ersten beiden NFL-Saisons. Das heißt, viele Spielerstats sind verloren gegangen, die Ergebnisse sind zwar alle vorhanden, aber sind halt weniger Insider-Infos und weniger passiert. Das heißt, das Video wird wahrscheinlich etwas kürzer. Aber nichtsdestotrotz habe ich euch versucht, so viel Informationen wie möglich in dieses Video zu packen. Das Liga-Jahr begann offiziell am 24.06.1922, denn da hat die Liga von APFA, das heißt von American Professional Football Association, zu NFL, National Football League, wie sie heute auch heißt, umbenannt. Es war damals vielleicht jetzt nicht so ein wichtiger Schritt, aber wenn man heute sieht, dass die Liga nur als NFL bekannt ist, ist das doch schon was Erwähnenswertes. Wie jede Saison, beziehungsweise in jedem Video, müssen wir uns zu Beginn natürlich erstmal um die Teams kümmern, die nicht mehr in der Liga spielten, und zwar die Milwaukee Flyers, Cleveland Indians, Berkeley New York Giants, Cincinnati Cels, Tonawanda Cardex, Washington Senators, Detroit Tigers, haben alle den Spielbetrieb aufgelöst, das heißt ganze 7 Teams in der Liga entschwunden. Und es sind auch nicht mehr 7 Teams beigetreten, das heißt, die Liga ist sogar geschrumpft. Insgesamt traten jedoch 4 Teams bei, und zwar die Milwaukee Badgers, Wuthering Indians, Racing Legion und Toledo Maroons. Das heißt, die Liga ist von 21 auf 18 Teams runtergegangen. Das ist ein Trend, den in vielen Jahren, also die Liga in vielen Jahren fortgesetzt hat. Das heißt, man hat versucht, weniger Teams in der Liga zu haben, aber dafür halt konstante Teams, weil es macht ja keinen Sinn, eine Fanbase aufzubauen und nach einem Jahr verschwindet das Team dann wieder. So kann die Liga ja keine Fans gewinnen und nicht an Attraktivität gewinnen. Die Green Bay Packers haben sich ja bekannterweise nach der Indian Packing Company benannt, weil die quasi der Sponsor waren und das Trikot bzw. die Jerseys gestellt haben. Und nach der ersten Saison wollte man jedoch den Namen ablegen, da war anscheinend der Vertrag abgelaufen und man wollte sich Green Bay Blues nennen. Komischer Name, aber die anderen Teams haben die einfach spöttischerweise weiter Packers genannt und die Medienunternehmen auch Packers, weil die als Packers bekannt waren. Und dann hat man sich einfach nach der Saison seinem Schicksal hingegeben und hieß weiter Green Bay Packers, wahrscheinlich zu Freuden der Fans, weil Packers ja mittlerweile schon ein ikonischer Name ist. Das war auch die erste vollständige Saison der Packers, denn man wurde in dem Jahr davor für die Hälfte der Spiele suspendiert, weil man College-Spieler spielen lassen hat. Die College-Saison war vor der NFL-Saison. Dann hat man die einfach quasi als Schwarzarbeiter angestellt und die haben einfach die Spiele bestritten und das war damals halt unfair, weil College-Spieler damals sogar noch über dem Niveau von NFL-Spielern quasi waren. Und ja, dann wurden die für die Hälfte der Spiele suspendiert und das war dann die erste vollständige Saison der Packers. 2 weitere heutige NFL-Teams haben Namensänderungen vorgetroffen. Die Chicago Staleys wurden endlich zu den Chicago Bears, das heißt, sie haben ab 1922 ihren Namen behalten. Und die Racing Cardinals wurden zu den Chicago Cardinals. Da sollte es noch etwas dauern, bis man sich endlich Arizona Cardinals nennen konnte. Das Titelrennen war schnell auf 3 Teams aufgeteilt. Das heißt, 3 Teams haben darum gekämpft, den Titel zu gewinnen. Und zwar die Canton Bulldogs, Chicago Bears und Chicago Cardinals. Das heißt, 2 der heutigen NFL-Teams waren auch damals im Titelrennen dabei. Und während die Canton Bulldogs die ersten 3 Spiele gewannen und 1 unentschieden spielten, haben die Chicago Bears und Chicago Cardinals beide die ersten 4 Spiele gewonnen. Am 5. Spieltag gewannen jedoch die Canton Bulldogs das erste Mal gegen die Chicago Bears mit 7:6 knapp, das heißt ein Touchdown über 2 Field Goals und die setzen sich somit das erste Mal an die Spitze und in der Woche darauf gewannen dann wieder die Bears und wieder die Cardinals, das heißt die Bears standen 5:1 und die Cardinals standen 5:0, die hatten ein Spiel weniger und die Canton Bulldogs spielten mal ein entspanntes 0:0, das heißt das Titelrennen war immer noch offen. In Woche 9 neigte sich aber das Titelrennen schon einer Vorentscheidung zu, denn die Canton Bulldogs besiegten die Cardinals und in Woche 10 verloren dann nochmal die Cardinals und die Bears. Das heißt, das Rennen war entschieden und die Canton Bulldogs waren der 3. NFL-Champion und es ist ja auch ein wenig romantisch, dass man aus Canton kommt, also da wo die NFL gegründet wurde, wo heute die Hall of Fame ist, dass auch aus Canton man NFL-Champion kam. Ich blende euch hier neben mir mal das Standing ein und da sieht man auch, wie verdient es war. Man stand 10:0:2, damals unentschieden, wie gesagt, als Void einfach gewertet. Das heißt, unentschieden hat weder eine Niederlage oder einen Sieg gezählt. Das heißt, 10:0:2 wäre es halt wie 10:0 oder wie 12:0. Und ja, wenn man noch sieht, wie viele Punkte man nur zugelassen hat, 15 Stück in 12 Spielen, das ist knapp über einen Punkt pro Spiel und das sind ja einfach Fußballwerte, das wäre fast ein guter Fußballwert. Und ja, Green Bay Packers, hier als Green Bay Blues aufgeführt, habe ich euch ja vorhin erzählt,
Die sind im Mittelfeld gewesen und knapp über den Buffalo All-Americans und den Akron Pros. Die waren in den ersten beiden NFL-Saisons Titelwärter, beziehungsweise waren Titelanwärter und waren hoch im Titelrennen dabei. Und hier begann so der langsame Abstieg von den beiden Teams. Und das war auch quasi das erste Anzeichen dafür, dass die Teams keinen Stand mehr hatten. Ich lasse euch hier jetzt einfach mal wieder den Spielplan durchlaufen. Übrigens sorry für die Grafik, weil ich habe einfach keine bessere gefunden. Vorher habe ich immer die von Wikipedia genommen und die hatten keine erstellt für die Saison, für die nächsten Saisons auch nicht. Das heißt, wir müssen uns mit hier der Grafik zurechtfinden. Rechts die erste Spalte neben den Teams ist, wie viele Punkte gescored wurden und wie viele Punkte laut wurden, sind halt daneben, also wie viele Punkte man zugelassen hat. Und das gewinnende Team ist immer auf der linken Seite und dann halt, wenn man Ad sieht, ist es halt einfach, man spielt Ad, ja, das heißt Auswärtsspiel. Und hier sieht man, wenn man einfach mal auf die zweite Spalte von den Punkten achtet, wie viele Punkte zugelassen wurden, sieht man einfach mal, wie viele Shootouts es gab. Es gab, also jeder, also von 5 Siegen sind 4-0 gewesen und das ist ja heute unvorstellbar. Und insgesamt wurde auch 5-mal wieder zu 0 gespielt, 2-mal vom NFL-Champion von den Canton Bulldogs. Und damals war auf jeden Fall das Motto Defense Wins Championships noch größer vorhanden, als es heute noch ist. Interessant ist noch, wenn man sich die Scoring-Leader anguckt, die sind tatsächlich noch aufgezeichnet worden. Und zwar waren das Guy Chamberlain und Jimmy Conselman, die sind beide Spielertrainer gewesen. Das heißt, beide Trainer und beide noch Scoring-Leader gewesen, auch cool. Und die sind beide auch in der Hall of Fame. Und Conselman war bei den Rock Island Independents, das heißt nicht im Titelrennen dabei. Und alle 7 Touchdowns waren Rushing Touchdowns. Das heißt, er war einfach Running Back und noch teilweise Quarterback gespielt. Wenn man sich dann die Touchdowns von Guy Chamberlain anguckt, das ist etwas interessanter. Der war auch bei den Canton Bulldogs, das heißt beim NFL-Champion. Und er hat 3 Rushing Touchdowns gehabt, 1 Receiving Touchdown, 2 Interception Touchdowns. Und ein Touchdown wurde hier aufgeführt als nicht zuordbar, das heißt, Fumbles wurden damals wahrscheinlich noch nicht gewertet. Es war zwar in der Tabelle vorhanden, dass Fumbles quasi aufgelistet wurden, aber keiner hat einen Fumble Recovery Touchdown gehabt. Also kann man vielleicht davon ausgehen, dass es so war. Oder ein anderer, den man nicht zuordnen könnte, auf jeden Fall sehr komisch. Aber der hat halt einfach Defense gespielt und er hat Defensive End gespielt und dann 2 Interception Touchdowns, auch interessant. Und ja, der war auf jeden Fall sehr wichtig für die Canton Bulldogs und wäre damals schon MVP gekürt worden, wäre der wahrscheinlich der MVP gewesen. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Wie gesagt, das Video wird jetzt etwas kürzer sein, wahrscheinlich so unter 8 Minuten sogar. Ich bin jetzt hier Rohaufnahme 15 Minuten, aber muss natürlich schon was rauscutten und so. Jetzt die nächsten Jahre wird, also die nächsten Wochen, beziehungsweise die nächsten NFL-Jahre, wird das ungefähr die Länge beibehalten, weil es einfach nicht so viele Informationen gab, die ich hätte präsentieren können. Umso weiter man natürlich in NFL-Saisons nach vorne springt, umso mehr übertragen wurde, umso mehr Aufmerksamkeit die Liga hatte, umso mehr ist natürlich auch aufgezeichnet worden. Und da habe ich eher zu viele Informationen, die ich dann runtercutten muss. Jetzt muss ich eher so die Informationen aus den Finger ziehen, aber wie gesagt, kurze Videos finde ich auch eigentlich ganz entspannt. Und sonst gibt es nichts mehr zu sagen. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Ciao.